So, jetzt haben wir einen Platz gefunden. Hier werden wir jetzt uns umschauen ein bisschen, ob da nicht irgendwo ein Jägerstand ist. Und dann bleiben wir wahrscheinlich hier. Also einfach traumhaft schön jetzt mit dem Sonnenuntergang. Blockiert ist hier, das durchziehen. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Michi, was baust du denn? Wie immer halt. Plattform. Ich Hühnerbett. Der Klassiker, gell? So, der Michi, der baut ja noch fleißig. Ich zeige euch mal ganz kurz mein einfaches Setup. Tarp, Stechschutzmatte, Katoma. Ich muss die Elefantenhaut noch ein bisschen weiter reinschieben, weil wenn es nämlich jetzt wirklich regnen sollte, dann tropft mir das alles drauf und ich habe eine Pfütze drunter. Das will ich natürlich nicht. Und Michi, wie läuft's? So, mittlerweile ist es schon dunkel geworden. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Michi und sein Stiefsohn, die bauen noch ein bisschen rum, haben es aber fast geschafft. Ich habe mir so eine kleine Lehne gebaut, die sieht man jetzt nicht. Das kann ich euch dann morgen früh mal zeigen. Da baue ich dann auch weiter. Ich werde mir so einen Sitz machen noch. Und ja, wir werden dann vielleicht noch ein Feuerchen entzünden, was kochen und die Zeit genießen auf jeden Fall. Das wird der gute Teil. Jetzt frage ich mal drüben, wie weit die sind. Und? Super. Ja. Michi, wie weit bist du? Fertig. Nur das Dach. Das Tarp drauf jetzt. Ja. Das kommt jetzt hier abgelenkt bis zum Baum rüber. Mhm. Fertig. Okay. Und hier ist Moos drunter. Ja. Moos. Ohne Moos nichts los. Ohne Moos nichts los, genau. Ja, ja, wird schon halten. Ja, 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 verhält es doch. Du, ich bin drauf. Das zeigen wir dann morgen nochmal gescheit, genau. Oder? Wenn so finster. Da müssen wir jetzt ein bisschen anderes Holz noch verwenden. Das wäre sonst schade drum. Jetzt geht's wieder los, der Blödsinn. Der Wuschmann. Der Wuschmann. Der Buschmann, der Wuschmann. Genau. Machen wir jetzt ein komplettes Einfamilienhaus. Macht mit Badezimmer und so weiter. Ich verstehe. Nee, der kommt hier noch Wand hin. Ja, ja. Ja. Das ist, weil du immer Angst hast im Wald, gell? Ich hab keine Angst, ja, vor dir habe ich Angst. Das ist mir ordentlich. Ja. Also ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, Erik. Gute Nacht. Gute Nacht. Macht Licht einfach mit Machete. Genau. Alles perfekt. So, Dala. Ja, jetzt haben wir noch lange am Platz gesessen. Kerzenlicht einfach ein bisschen geratscht ewig und jetzt gehen wir schlafen. Genau, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen wieder. Schauen wir mal, wie die Nacht wird. Ich bin echt müde. Ich hoffe, ich schlafe gescheit. Naja, sehen wir dann. Also dann, bis morgen. Tschüss. Yeah.
9 Leute. Ja, es regnet seit heute Nacht. Irgendwann um 3 hat es angefangen, glaube ich. Echt schön, gefällt mir. Das wollte ich ja schon lange haben, dass es auch länger regnet. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe toll geschlafen heute. Ich bin nur 2-mal aufgewacht. Das war ja gar nichts. Super gut. Es war nicht zu kalt und nicht zu warm. Es war eigentlich perfekt diesmal. Mir sehr gut gefallen. Also, bis jetzt. Die Nacht war auf jeden Fall genial. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich mache. Im Moment habe ich noch keine Lust auf Kaffee trinken. Und auch keinen Hunger. Ich glaube, ich höre einfach dem Regen noch ein bisschen zu. Moin. Und wir geschlafen? Gut. Echt? Super, ja. Prima, hält ja noch alles hier. Ja. Der Erik hat gut geschlafen, wie man sieht. Und der andere, der Michi, der ist nicht da. Der ist unterwegs und sucht Holz anscheinend. Ja, ich habe immer noch keine Lust auf Kaffee irgendwie gerade. Ich glaube, ich ziehe mir mal meine Gore-Tex-Hose an. Regen nimmt ein bisschen zu. Guten Morgen, Waldmann. Guten Morgen. Gut geschlafen? Immer noch. Sehr gut. Schwitzt aber der Teufel da. Mit dem Poncho drin. Aber ja, gut. Ja, schwitzen tust du, da ist ja auch. Hä? Ist klar, da schwitzt wie Sau. Ja, da ist ja schon warm. Gell? Okay. Gut, glaube ich. Passt. Wir machen uns jetzt den Dach fürs Feuer und den Kochen machen. Achso, ich dachte, du baust dir einen Tisch. Nee, ich baue mir einen. Nee, ja, sah aus wie ein Tisch irgendwie. Ja, jetzt tust du schon ordentlich. Es ist erst 8 Uhr früh, mal schauen, wie der Tag sich entwickelt. Ich bin auf jeden Fall mal gerüstet, ich habe die Gore-Tex-Hose auch schon angezogen. Hörst du die Regenwürmer husten, wie sie das viele Erde ziehen, das wie sie sich winden und dann verschwinden, auch nimmer immer wieder so. Ich glaube, da reden wir ein andermal noch mal drüber. Das ist auch die Regenwürmer. Das ist eine tolle Musikkarriere hier. Ja, das ist ein Anglerlied. Das ist ein Regenwürmer. Ja. Das ist immer gut vom Kopf. Das ist eh ein Holzkopf. Passt das? Ja. Ja, echt. Die Kimmel wollte einer, damit die entschleunigt und nicht so den Schmarrn da, weißt du schon. Guten Morgen, Carina. Guten Morgen. Guten Morgen an alle auch. Morgen. Mama muss schon, guten Mama. Ruseltiere. Ja, wisst schon, die machen ja Gaudi da in der Früh, das ist ja wahnsinnig. Ja, ich gut geschlafen. Ja, Ruseltiere. Nein, das ist überhaupt nicht ernst, nehmen wir da. Ja, okay. Hast du geschlafen, ne? Hier mit einem silbernen Tafel, wo wir geht die Welt zu Grunde. Habe ich gestern geschenkt bekommen. Eigentlich. Von dem Mann da. Von dem Mann? Von dem Kind da. Von dem Mann und dem komischen Kind da. Oh, lecker. Ich habe jetzt sogar einen Tisch von mir. Das habe ich auch angefangen mit den Dosen. Das ist unser erster Hugo. Recycling. Seinen ersten selber geschnitzten Löffel, den habe ich immer noch daheim. Mhm. Der liegt in der Küche, weißt du? Den ersten Holzlöffel, den Spieß. Ja, stimmt. Passt. Ja. Noch passt. Wo ist die Kalle eigentlich? Fuß passt. Wo ist die Kalle eigentlich? Das ist die Mission hier. Mission. Die Ballerbestellung. Die Waldmission. Tiervoll. Brauchst du was Warmes? Was? Du brauchst was Warmes. Ich hab noch Puder drin. Gibt's noch Suppe? Fichtenschnabeltee. Unser Tisch, unser Tisch ist mit einer grünen Tischdecke haben wir oben. Keiner bewundert unsere Tischdecke. Sehr guter Schuh gerade im Testen. Nicht gerade billig, original US Army. Den teste ich jetzt, hat Gore-Tex drin, hier ist so. Also da geht jetzt kein Wasser durch, das zeige ich euch dann alles mal. Ich bin aber jetzt beim Einlaufen und beim Testen noch. Aber der ist wirklich richtig geil, der Schuh. Ich wollte euch ja unbedingt nochmal meine neuen Schuhe zeigen. Das sind also Originalschuhe von der US Army. Und ich hatte seit den Knobelbechern vor etlichen Jahren, wie ich beim Bund war,
keinen so guten Schuh mehr. Und dieser ist noch besser. Also ich bin wirklich super zufrieden, weil ich habe immer einen Discounter-Schuh gehabt. Sonst, weil ich dachte, ja, die für 29, 49 Euro maximal, die reichen auch. Tun sie aber nicht. Sie sind zwar gut vom Tragen her manchmal, aber sie gehen halt einfach so schnell kaputt. Das ist das Problem und saugen sich auch mit Wasser voll, wenn man durch eine Wiese geht, durch eine nasse oder durch den Wald hier wie heute. Das tun die natürlich nicht. Das Zusammenspiel jetzt mit der Gore-Tex-Hose und mit der Jacke ist natürlich hier bei dem Wetter brillant. Und den Schuhen natürlich jetzt, weil man einfach nicht nass wird. Super Geschichte. Ich habe ja sonst immer einen Poncho, habe ich mir jetzt, also habe ich auch zu Hause gelassen. Hier habe ich einfach meine Bewegungsfreiheit, die ich brauche. Und ich bin schon ganz viel durch Gestrüpp und Zeug gelaufen damit. Einfach stabil. Es geht nicht kaputt bis jetzt. Freunde, auf einen wunderschönen Regentag hier im Klammern auf, Camp, Klammer zu. Wunderbare Geschichte. Was will man da mehr? Da brauchen wir jetzt gar nicht viel zu erzählen eigentlich. Ist einfach total schön hier. Gut, die Sachen, die werden jetzt alle schon ein bisschen klamm und nass, also jetzt nicht den Gore-Tex meine ich jetzt nicht, sondern so diese Pouch und alles, was man so hat, ein bisschen klamm und feucht natürlich, aber es ist egal. Ist trotzdem schön. Ja, richtig genial. Okay, nehmen wir Paderborn.
Ach, hast du einen zweiten gekriegt? Ja, dann habe ich ihn gekauft, einen Baum. Ja, könnte ich ja sonst wie. Es regnet. Also das ist die richtig gute Art des Wohnpilzes, oder? Es ist stabiler, es schwankt auch nicht im Wind. Nee. Das war richtig angenehm heute. Und richtig warm heute noch, ohne Schlaf. Also das Seil, wo ich immer dabei habe, wo ich immer nicht zerschnippel, sondern wieder mitnehme. Natürlich, das ist ein stinknormales Naturseil praktisch für 1 Euro, wo es in die Billigmärkten gibt. Nichts Besonderes. Oh, da bin ich nicht wieder fest. Ach, ich hab die. Hier ist sie doch. Hier. Mein Brot und meine Salzburger. Zwei. Ich weiß nicht, ob sie es macht. Mann. Boring. 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 Boring Hellheim. Irgendwie sieht man es nicht gescheit, aber jetzt habe ich meinen Stuhl ein bisschen geupdatet. Moos drauf getan. Das ist gleich bequemer. Oh Gott, das ist ja lecker. Ja, irgendwie passiert gerade nicht allzu viel. Aber so ist es eben. Aber man kann so richtig die Zeit hier draußen mal genießen. Genau an dem Baum ist der Buntspecht am Arbeiten hier. Das ist so laut, weil der hohl ist, der Baum. Totbaum halt. So, auch schon im Schlafsack jetzt, die anderen zwei pennen schon, waren etwas müde. Naja, es ist erst 9:15 Uhr, ich bin eigentlich überhaupt jetzt nicht müde,
Ich war es heute Nachmittag ein bisschen. War auch hingelegt etwas, aber also wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht müde. Jetzt muss ich einfach ein bisschen warten, was passiert. Irgendwann werde ich schon mal wegdösen. Dann ich genieße jetzt einfach die Zeit. Schau ein bisschen raus. Sterne sind da, die kann ich auch sehen. Und naja, schauen wir mal, was wird. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Moin Leute, ja, wie ihr seht, es regnet schon ordentlich. Es ist jetzt 6:30 sowas. Ein bisschen warten, bis es heller wird und dann packen wir zusammen. Also es hat jetzt so ziemlich, ja so 3 oder 4 Stunden, seit 4 Stunden ungefähr regnet schon. Genau, aber nass bin ich nicht geworden. Ich habe auch sehr, sehr gut geschlafen dann. Zwar spät, aber immerhin. Für die zweite Nacht super gepennt. Fast alles trocken geblieben. Ja, nicht gefroren, nicht geschwitzt, alles gut. Gut. Moin Mädels. Moin. Gut. Wohin wir uns noch? Und wie habt ihr geschlafen? Gut. Bist du ein bisschen nass geworden, habe ich gehört? Hä? Bist du ein bisschen nass geworden? Ja, nur ein bisschen, Alter. Weil bis wir durchlaufen müssen, macht er nichts. Tja, bitte lacht er schon. Ja, da könnte mich frieren. Wie hast du Morgen, wie hast du geschlafen? Gut. Gut, super. Wie ein Baby hier. Wie ein Baby. Du aber auch, oder? Ja, natürlich, wie ein Baby. Ich bin ein Riesenbaby. Jetzt haben wir Regenwasser abgekocht und jetzt hat es Regenwasserkaffee. Gut. Lass dich schmecken. Ja, immer doch. Tata! Schon geil eigentlich, ne? Winzig klein. Und wiegt nicht mal viel. Hä? Und wiegt nicht mal viel. Nee. So, wieder alles eingepackt. Ja, das war's dann soweit. 2 Tage sind beendet. War ein schöner Platz. Und ich habe jetzt die ganzen 2 Tage, also maximal die Gore-Tex und drunter die Fließjacke gehabt. Da komme ich jetzt nicht dran. Fließjacke drunter gehabt. Und die Gore-Tex hat völlig gereicht. Bei zwischen 5 und 10 Grad. War sehr zufrieden. Tolle Sache. Nachts ja sowieso habe ich da natürlich die Gore-Tex nicht im Schlafsack angehabt. Aber jetzt hier beim Regen mit der Hose, den Schuhen, sehr zufrieden. Unheimlich glücklich, nicht nass, alles cool. So, schauen wir mal zu euch nochmal. Zu dem Müllmann. Mülltüte, blau. Und nur der Regenjacke. Auch schon eingepackt alles hier, ja. Oder? Und schnell. So. Ja. Wir waren fast so schnell wie du. Mhm. So, also das war's dann. Hat's euch Spaß gemacht? Ehrlich? Ja. Mir nicht. Also dann. So.
das war's heute wieder. Zwei Tage übernachten im Wald, alles gut. Wir hatten eine Menge Spaß. Der Michi ist immer noch blau. Nein, der trinkt zu viel. Oh, das war's wieder aus dem Wald hier. Die zwei Tage haben wir überstanden, nicht wahr? Der Wald hat's mit uns überstanden. Dann sage ich von der Stelle, oder wir, Servus, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Servus. Outtake. Und auch schon fertig. Ja. Ja, gehen wir dann, oder? Ja, freilich. Gehen wir her. Freilich. Übernachten wir immer, wenn ich Tambach tue. Ja. Na, übernachten tun wir nicht mehr. Sitzen wir heute nicht mehr. Echt? Bist du sicher?